Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Du hast ja noch. Und? Oh. Hast du jetzt genug? Huch, jetzt zeige ich. Entschuldigung. Jetzt zeige ich dir, wer der Stärkere ist. Ich habe mich gerade vorhin verdrückt, Entschuldigung. Jetzt zeige ich dir, wer der Stärkere ist. Ja, die werden den wohl schon schaffen. Sag mal, hast du noch nicht genug? Wirst schon sehen, was du davon hast. Ja! Au! Au, Mann, das gibt's ja nicht. Hau ihm auf die Fresse! Ja, bin ja gerade dabei. Geht dir nicht so einfach. Mit meinem Buttermesser. Reiß ihm den Kopf ab! Ja, bin ich schon dabei. Zack. Genau so! Einfach schneller, dann geht das schon. So! Ich habe ihn jetzt aber nicht umgebracht, oder? Der ist nur bewusstlos. Alter. Okay. Und? Mann, mir brummt der Schädel. Ja gut. Hau bloß ab. Die eigene Medizin ist meistens die bitterste. Spar dir deine schlauen Sprüche. Okay. Aber jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Du bringst jetzt den Leuchtturm auf Hochglanz. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir, genau. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Ah, schön. Na bitte, geht doch. Kann man hier nach wie vor Wasser trinken? Ja, das klappt wieder. Das ist super. Da kann man sich dann wieder ein bisschen erholen, sozusagen. Also vom Trinken her. Altes Wissen. Aha. Krug. Noch ein Krug. Voodoo-Puppe. Schatzkarte. Schatz im toten Land von Dakarigua. Truhe verschlossen. Wir haben 10 und wir brauchen 110. Ja, klar. Holtbiss-Tagebuch und Gabel und Löffel. Und ich glaube, das wäre dann alles, ne? Dann würde ich sagen, ne? Fällt das jetzt unter Plunder oder benutzbar? Plunder, das Tagebuch. Mal gucken. Holtbiss-Tagebuch. Goldwert. Holtbiss-private Aufzeichnungen. Lässt Rückschlüsse zu, dass er Jacks Turm geplündert hat. Von armen Schweinen und reichen Soldaten. Habe heute wieder mal großen Hausputz vorgenommen und den Leuchtturmwärter um sein Hab und Gut erleichtert. Der ganze Krempel liegt schön versteckt in meiner Truhe. Leider ist ihr Schloss kaputt, so dass jeder Arsch sie ohne Probleme öffnen kann. Aber da sie in der Höhle unter dem Leuchtturm gut versteckt ist, findet sie eh kein Schwein. Holtby, du solltest öfters Befehle zu deinen Gunsten auslegen, dann bist du ein gemachter Mann. Gut. Passt, wir haben die Beweise. Dann reden wir nochmal mit dem Arsch. Und? Ich habe dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Ich habe dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Okay, ich geb's zu. Ich habe Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Zuerst einmal muss ich husten. Ich mache bei deinem Vorgesetzten Meldung. Taschenkontrolle, her mit deinem Gold. Da du so begeistert Tagebuch führst, schreib einen Aufsatz über mein und dein. Vorgesetzten Meldung machen? Das wäre doch anständig, oder? Ich mache bei deinem Vorgesetzten Meldung. Unser Kommandant würde mich vors Erschießungskommando stellen. Der ist nicht ganz dicht, sage ich dir. Ich habe einen besseren Vorschlag. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Neuer Befehl. Mangroven bewachen. Genau. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Ja, Abmarsch. Ah, das ist schön. Das ist wirklich schön. Das gefällt mir.
Lagerfeuer. Wir haben noch ein rohes Stück Fleisch. Das machen wir jetzt mal. Jetzt müsste es nicht mehr lange dauern, bis der gute Jack hier ist, vielleicht. Sonst laufen wir ihm halt mal ein Stück entgegen. Vielleicht steht er noch unten. Das könnte auch sein. Ah, das ist schön hier. Das ist wirklich schön. Ah, da steht er ja. Hallo, Jack. Was dein Soldatenproblem angeht. Du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. Wow, danke. Hier, das hat Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Wow, danke. Im Alter findet man auch keine Ruhe. Aber geh. Alles ist ja gut gegangen. So, die zwei Vollpfosten sind beschäftigt. Wie geht es das eigentlich mit dem Teleportieren? Das möchte ich jetzt auch gerne mal wissen. Lehrer, Händler, geht das jetzt einfach hier zum Anklicken? Tatsächlich, Reiseziel. Ja, bitte. Da möchte ich... Ja, das klappt ganz super. Das klappt super prima. Was war hier? Eine Ratte. Wie gesagt, Ratten tun wir nichts. Okay. Das zudem, das ist, glaube ich, speicherungswürdig. Ich möchte nur warten. Naja, Spielstand hier. Ich möchte nur auf Jack warten, weil, er soll mich hier ein bisschen rumverkaufen. Weil ich war ja ganz schön durstig in den letzten Parts. wie viel haben wir denn eigentlich Benutzbares? 2 Rum, 2 Grog, 3 Fusel. Das ist halt wirklich nix, ne? Ja, ich bin ein Suffkopf. Kommt er schon? Ah, da kommt er. Dauert halt noch eine halbe Stunde. Inzwischen könnten wir uns vielleicht da drüben ein bisschen umschauen. Ein bisschen Grog haben wir ja noch, ein bisschen Proviant auch. Ich hoffe, wir werden nicht so schnell verrecken. So. Das ist schön, ne? Es ist alles so, wie wir es vom Zweier her kennen. Oh, bis auf das, dass es hier Krallenaffen wieder gibt. Oder gab es die? Na doch, ich glaube, die gab es dort auch. Und? Zack. Da unten sehe ich Scavengers. Das ist sehr gut. Das heißt, unser Fleischvorrat ist gesichert. Ja. Der ist erledigt. Zack. 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 Sehr gut. Die droppen, glaube ich, nichts noch für uns, ne? Die sind sogar sehr viele Scavengers. Wir werden trotzdem nochmal zurück zu Jack gehen. Vielleicht verkauft uns ja zusätzlich zum Rum. Vielleicht schon die ersten Werkzeuge, die wir brauchen könnten, um den Tieren ihren Habseligkeiten an uns zu bringen. Zeig mir deine Ware. Silberohrring, der bringt uns nichts. Diebesamulett, Taschendiebstahl 10, Schlösser knacken 10. Ja. Einen Tietrich, 3 Stück. Die werden wir uns auf jeden Fall mal. Was ist ein Meißel? Ein solider Meißel, kaum benutzt. Wofür? Silberteller, Fusel, Rum. Alte Schuhe, die bringen sich auch nichts. Das Amulett. Boah, Diebesamulett. Gold kosten 750, Taschendiebstahl 10, Schlössergang 10. Der abgeschnittene Finger eines Diebes schwimmt in der kleinen Fiole. Pfui, Teufel. Ja, auf sowas bin ich empfindlich. Altes Wissen.
Gold kosten 600. Auf dieser Steintafel ist das Wissen der Altvorderen aufgezeichnet. Sie wirkt sehr alt und birgt viele Geheimnisse, die nur darauf warten, entschlüsselt zu werden. Die werde ich nehmen. Ich habe keine Ahnung, wofür man Meißel braucht. Wir selber haben 11 Stück. Glaube ich. Nein, er hat 11 Stück. Kosten tut er 10. So ist das gemeint. Passt schon mal. Ja. Tschüssi. Ausrüsten. Ausrüsten. Falsch, oder? Weil das Amulett habe ich nicht gekauft. Wo ist das? Fällt das jetzt auch unter benutzbar? Weil streng gesehen. Dann ist das Plunder. Diese altes Wissen. Okay, das ist für nichts. Vielleicht braucht es mir anders. Gekauft habe ich es mal. Ich dachte, das kann man lernen und dass wir schlauer werden. Da habe ich wohl Geld beim Fenster rausgeschmissen. Oder habe ich das verkauft? Nö, das habe ich gekauft, ne? Zeig mir deine... Kaufen, na, das habe ich gekauft. Passt schon. Passt schon. Plunder. Altes Wissen. Habe ich das jetzt nicht gekauft? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das buggy? Darf man immer nur... Oh, zwei haben wir jetzt da. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, aber das muss irgendwas wert sein. Irgendwas bedeuten, vielleicht für später. Vielleicht können wir dann, wenn wir den Weg des Magiers einschlagen, vielleicht damit was Neues lernen. Wir gehen mal weiter. Jetzt habe ich halt jetzt Geld beim Fenster rausgeschmissen. Kann man jetzt dann auch nichts machen. Das war dann meine Schuld. So. Da habe ich, glaube ich, eine Maki-Beere gesehen. Ja. Noch was? Glaub nicht, ne? Nein. Hier drüben war nichts da. Dann haben wir hier bereits Federvieh, also Scavengers. Zack, hoppala. Ich sehe da hinten, glaube ich, Höllenhunde. Vielleicht sollte man da nicht zu weit rüber. Ghule, Höllenhunde. Ist das dann hier vielleicht sogar ein Eingang wieder mit Totenkopf? Höhle? Ich glaube. Ein Lagerfeuer gäbe es dort. Wir könnten es versuchen, ob wir da lebend weiterkommen. Würde schon gehen. Aber vielleicht sollte man hier erstmal uns ein bisschen durchkämpfen. Au! Alter! Daneben. Gratuliere. Da. Immer fest drauf. Au! Ja, ja, ja. Au! Alter! Alter! Hallo! Was soll denn das? Daneben schon wieder, ey. Das ist so doof mit der Pistole. Alter! So, der ist auch hin. Passt. Das hat mir jetzt leider mehr gekostet, als ich gewollt habe. Ah! Ui! Was ist denn das davon? Das ist, glaube ich, ein ungesund. Das sollte man besser nicht hin. Das sollte man, glaube ich, besser nicht hin. Maki-Beere. Jawohl. Die werden auch sofort speichern. Ja, bitte.
Was haben wir da? Fingerblatt. Zack. 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 Dass auch unser Freund Bones mal Bock hat, uns zu helfen. Sehr gut. Klingenblatt. Okay. Da hier schaut's auch. Was ist hier? Schwerer Goldsack. Alles klärchen. Das lief hervorragend. Ein bisschen den Fluss entlang laufen. Da hätten wir noch ein Äffchen. Da kommen wir wieder zur Höhle. Boah, da gibt es jetzt echt, ne, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Ich würde sagen, hier vielleicht noch lang. So. Au. Zack. Au. Autschi, autsch, autsch. Wieder daneben. Das ist ja nicht wahr, oder? Zack, zack. Alter. Also das mit der Pistole haut überhaupt nicht hin. Ich bin ja auch überm Überlegen die ganze Zeit, ob man wirklich so viel töten soll, ne? Au. Das habe ich wieder super hinbekommen. So, zack. 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 Dann, hier haben wir noch ein Wildschweindel. Zack. Zack. Das ging schnell. Sehr gut. So, einmal. Und zweimal. Da vorne sehe ich wieder einen Scavenger. Aha, das da vorne ist wieder so ein Drachensnapper, glaube ich. Glaube ich. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Zack. Bones. Wow. Geht schon, Bones. Hau drauf. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. 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 Alter, ouch. Das tat weh. Sehr gut. Zunge erhalten. Hurra! Hier haben wir auch ein Pflanzerle. Klingenblatt. Hui. Ach, ein Jaguar schon wieder. Ist da vorne ein Mensch? Könnte sein, ne? Da werden wir ein bisschen Proviant zu uns nehmen. Einen schnellen Speicherstand da vornehmen. Also schnell speichern, so. Zack. Alter. Jetzt tut hier mal jemand auf alle Fälle. Keine Munition, keine Munition. Ja, ja, ist schon recht. Natürlich. Ausgerechnet jetzt, ne? Alter, alter, alter. Nein. Ich wollte was trinken, danke. Ja, deine Heilung ist ein bisschen spät gekommen. Also könnte ich eigentlich Ressourcen sparen, danke bei uns. Au. Das war's mit dem. Na bitte, geht ja. Ein Goldkey. Den können wir leider noch nicht looten. Da fällt mir so ein Stein. Aber wen haben wir denn hier? Vasco. Ach, du bist dieser Vasco. Ich werde mich nochmal ins Bettchen legen, glaube ich. Vielleicht hilft's ja, vielleicht können wir uns heilen. Oder wie sind wir denn in der Geisterwelt? Na, diesmal nicht. Sind wir genesen? Ja, das ist sehr gut.
Dann haben wir hier eine Truhe, die verschlossen ist, aber die würde irgendwann zum Knacken gehen. Wasserfass. Eine normale Truhe, die nicht versperrt ist, da können wir reinschauen. Maki und Wasser. Nehmen wir natürlich alles mit. So. Dann würde ich sagen, Fingerblatt nehmen wir mit. Das hier können wir mitnehmen. Da oben ist wieder so ein Höllenhund. Großartig. Na, wer bist denn du, Vasco? Oh, verdammt! Jetzt haben sie mich! Wie bitte? Du bist gar nicht hinter mir her, oder? Nein. Okay, dann ist es ja gut. Ich dachte schon. Was dachtest du? Was dachtest du? Ich, nichts. Wieso? Jetzt rück raus mit der Sprache. Schon gut, keinen Ärger, okay? Ich bin desertiert. Erst fand ich die Idee gut, aber jetzt habe ich nur noch Schiss. Wovor? Vor Kommandant Sebastianos Männern natürlich. Jeder Deserteur wird erschossen. Und dann sind da noch die Schattenviecher. Wie weit sind die Schatten schon vorgedrungen? Nicht sehr weit von hier gibt es eine Totenkopfhöhle. Hm. Dort sind sie herausgekommen und haben die halbe Insel verwüstet. Wenn wir keinen Weg finden, diese Totenkopfhöhle zu stopfen, werden wir eh alle sterben, wenn du mich fragst. Vermutlich hat er recht. Ach was. Warum bist du desertiert? Die Jungs in Puerto Sacarico drehen völlig durch. Seit die Schatten hier sind, wurden die Befehle immer stumpfsinniger, waghalsiger und selbstzerstörerischer. Am Ende haben wir auf die eigenen Männer geschossen, damit sie die Stellungen halten. Da mache ich nicht mehr mit. Alleine im Dschungel wirst du nicht lange überleben. Ich komme schon klar. Ich brauche nichts, danke. Naja, bis auf meine Tasche vielleicht. Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut, danke. Okay, und was ist in deiner Tasche? Was ist in deiner Tasche? Mein ganzer Kram, den ich zum Überleben brauche. Als diese Schattenbiester angegriffen haben, habe ich den Kopf verloren. Also bin ich gerannt und habe meine Tasche vergessen. Die liegt bestimmt noch da oben im Wachturm. Gleich den Weg hier rauf. Was ist dir deine Tasche wert? Boah, ich werde eine Tasche für dich holen. Was ist sie dir wert? Was ist dir deine Tasche wert? Du meinst, wenn du sie mir wiederbringst? Okay, in dem Fall gebe ich dir 100 Goldmünzen. Okay, ich hol sie. Ich werde deine Tasche für dich holen. Echt jetzt? Okay, das wäre ja großartig. Aber sei vorsichtig. Da oben im Wachturm sind immer noch die Schatten, glaube ich. Alles klar. Dann haben wir eigentlich einen guten Platz, wo wir uns regenerieren könnten. Und werden uns das dann doch mal anschauen. Da oben hat er gemeint, ne? Dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal. Ja, bitte. Und gehen wir es wieder an. Endlich kriegt meine Waffe aus. Au, ich muss die Waffe ziehen. Das hat gerade irgendwie überhaupt nicht hingekaut. Keine Munition. Ja, ja. Hallo, Bones. Bist du auch mal was? Alter, der Bones ist ein Depp. Aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Obwohl, er hatte Bock, mal was zu tun. Außer mich zu leiden. Alter. Du blöder Köter. Saufig. Ich glaube, wollte ich nur die Blume looten hier, ne? Oh. Oh, befreien, jawohl. Ich glaube, er hat uns geheilt. Das ist sehr gut. Zu zweit geht's. Danke, Bones. Ja, das kannst du laut sagen. Da vorne haben wir den nächsten Köter.
Proviant sollte ich vielleicht ein bisschen. Und vielleicht auch mal ein bisschen speichern. So. Ah, da ist schon der Turm, ne? Hundilein. Was ist denn das da? Los, schlitzen wir ein paar... Renn ein Stück zurück. Alter. Weil die Männer da oben, die schauen aus dem ersten Blick nicht sehr gut. Das war's mit dem. Also nicht sehr besonders gut zum Besiegen aus. Das heißt, ich werde jetzt nochmal speichern. Und das Beste hoffen, ne? Das sind zwei. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Scheinen aber nur Krieger zu sein. Schergen, okay. Zack. Zack. Können wir theoretisch besiegen, wenn es gut läuft. Mit kräftigen Schlägen geht es, glaube ich, ganz gut. Können wir echt eine Chance haben. Fast. Sehr gut. Den ersten hätten wir schon mal. Dann ist der noch. Das tat weh. Sehr gut. Die Schatten müssen ziemlich rücksichtslos gewütet haben. Ja. Wundert mich, dass sie den Turm hier haben stehen lassen. Eh, hast du eigentlich recht. Was ist hier Schattenwaffe? Okay. Jetzt wollte ich die ganze Zeit... Hä, was? Ich will das looten und geht nicht. Also, eine Schattenwaffe haben wir jetzt bekommen. Verdammte Hund ist, Schatten! Oh oh. Hund ist. Zack. Zack. Alter. Alter. Kannst du mich mal heilen, bitte? Wenn's geht. Zack. 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 Bei uns ist echt stark. Das ist richtig angenehm, so einen starken Kumpel an unserer Seite zu haben. Ah. So. Ich glaube, jetzt können wir mal speichern, ne? So, so und so. Dann gucken wir mal. Das Geräusch hört sich schon fast so an. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ich glaube, das ist cool, ne? Ja. Au. Du darfst auch ruhig, ne? Du musst er jetzt nicht. Jawohl! Hat er eh Bock. Bevor ich verrecke. Au. Alter, wieder die falsche Taste, ne? Alter, Alter. Bei uns. Hallo. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ich glaube, die da unten gehen wir besser nicht an. Die schauen schon schlimm aus. Hier drinnen wäre auch was. Puh. Okay, ich würde mal sagen, schauen wir uns mal den Turm hier an. Hier haben wir noch eine Schattenwaffe. Die Fuego. Da liegt jemand. Den kennen wir doch. Ich möchte wetten, das ist die Fuego, der Gouverneur von Takarigua. Ermordet. Die Spitze eines Inquisitionsschwertes steckt noch in ihm. Was zum Henker ist bloß passiert auf dieser Insel? Okay. Blutwurzel. Na, kleines Äffchen. Hallo du. Na? Jo. Ich glaube, einmal pennen wäre in Ordnung. So. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir eigentlich wieder genesen. Eigentlich sollte.
Im Schrankerl ist nichts drin, okay. Hier hätten wir eine Truhe, die ist leider noch nicht zum Öffnen für uns. Was kostet Tasche Tagebuch eines Büchsenmachers? Okay, das müssen wir selber lesen. Dann würde ich sagen, machen wir das noch und dann beenden wir den Part einfach. Alles. Wie war das Tagebuch, ne? Tagebuch eines Büchsenmachers. Ausdruck aus dem Tagebuch eines Büchsenmachers. Liebes Tagebuch, ich höre schlecht, aber sehe gut. So ist das, wenn man ein Leben mit Knallpulver gearbeitet hat. Wenn man ein Leben lang fehlt, oder? Wenn man ein Leben lang mit Knallpulver gearbeitet hat. So gehört es nochmal, ne? Die modernen Donnerbüchsen haben mir zwar Geld eingebracht, dennoch fürchte ich mich vor ihrer Gewalt. Mit nur einem Schuss kann man Menschen das Leben nehmen. Wenn ich abends mit meinem Ruhm auf meiner Bank sitze, dann denke ich darüber nach, in was für einer Welt wir leben und ob diese Erde schon dem Untergang geweiht ist. Wenn es nicht die Titanen sind, die uns umbringen, dann tun wir es gewiss bald selber. Ich frage mich, ob das alles gewesen sein kann, dieses unendliche Schwarz dort oben und wir Winzlinge hier unten. Manche kämpfen noch gegen das an, was hier lauert. Aber wie weit geht die dunkle Welle wirklich? Okay. Fisch. Krug, den nehmen wir noch mit. Aber ich brauche einen Dietrich. Ja. Nicht nur einen Dietrich, sondern auch mehr Fähigkeiten. Mal schauen, was es hier oben noch gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sich hier anhören tut, als wenn hier irgendwo in der Nähe ein Teleporter wäre. Es wäre halt echt kamott. Schauen wir mal, was wir da oben haben. Nix. Ein Teleportstein. Ah, warte mal. Kommt man von hier aus weiter? Na, gell? Irgendwie hört sich's da an, als wenn da oben was wäre, oder? Oder vertue ich mich da? Vielleicht hört sich das auch nur so bedrohlich an. Weil hier innen geht nichts rauf, ne? Nirgendwo. Na. Na gut, dann würde ich glaube ich sagen, dass wir da oben noch kurz raufschauen. Ich weiß, wir haben jetzt schon Überlänge. Aber mir lässt das Gefühl. Da ist er! Eben, ich habe ja gewusst, dass ich da was gehört habe. So, na bitte, den aktivieren wir noch. Teleportstein einsetzen. Na bitte, wunderprächtig. Jetzt können wir schon hin und her porten, das ist schön. Super. Zweiter Teleportstein gefunden, also aktiviert. Sehr, sehr gut. Ich sollte jetzt aber vielleicht nicht größenwahnsinnig sein und noch mehr mich hier umschauen. Das könnte gleich ganz schnell ungesund werden. Sondern ich wollte eigentlich nur schnell diese Schädelblüte hier haben. Und dann würde ich sagen, belassen wir es hier mal dabei. Wir müssen dann eh noch die Quest hier unten fertig abgeben. Und ja, ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns die Höhle da oben noch an. Mal gucken. Also gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!